wir uns besonders um die ähnlichen Buchstaben auf der Lauttabelle. Und das sind genau die und die und die und die und die. Wenn ihr hier das P für Pilz aussprecht, macht mal alle P. Und jetzt haltet mal eure Hand. So eine Handlänge vorm Mund und sagt mal. Was spürt ihr? Lene? Da kommt immer warme Luft raus auf meinen Mund, aus dem Mund. Jetzt sagt mal bitte alle B und überprüft mal, ob ihr da auch irgendwas merken könnt bei B. 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 So, passt mal hier mit dem Knie so an Kehlkopf an und sag mal B. 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 Freya, was hast du gemerkt? Der Sumpflohn heißt. Du meinst der Sumpf was? Dann müssen wir jetzt alle nochmal hier an den Hals fassen. Alle jetzt. Alle jetzt hier anfassen. Und sagen mal. Und jetzt überlegt mal, was habt ihr da gemerkt? Sophie, wie soll ich? Das kitzelt. Du sagst, das kitzelt. Das geht nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten, der Kehlkopf, ne? Hier, da ist was im Hals, was sich da bewegt. Okay, das wollen wir mal überprüfen, ob das hier beim G ebenfalls ist. Alle mal G. Und jetzt mal mit anfassen. G. 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 Wären was? Irgendwie sowas wie ein langer Ton oder so. Du merkst den langen Ton im Hals. Ja, oder? G. Wieder. Das geht auch zurück und nach vorne. Ja, okay. Und dann sagt jetzt mal K. Neben dem K ist ja das K. Und versucht mal K. Hat da was gemerkt? Also K kommt Luft raus. K kommt Luft raus. Das ist beim T. Alle mal das T. Dann gucken wir jetzt hier nochmal beim D und halten hier nochmal den Hals fest. Dann mal D. 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 Okay, ich glaube, ihr merkt genau das, wie eben auch beim D und beim G. Und jetzt nochmal beim wie so ein Fahrstuhl. Okay, jetzt haben wir hier den letzten. Und nochmal auf der gegenüberliegenden Seite den ähnlich klingenden. Okay, so, wir können also sagen, dass wir hier auf dieser Seite das im Hals spüren. Und hier können wir die Luft spüren, die kalte Luft. Okay.